Herzlich willkommen bei S21 BauTV. Blick auf die S-Bahn-Tunnel-Baustelle an der Wolframstraße. Und jetzt ist auch klar, wofür hier betoniert wurde. Der Wolf ist umgezogen. Hoppla. So war das nicht gedacht. Und das schauen wir uns im Vorbeigehen einfach mal noch ein bisschen an. Blick auf die S-Bahn-Baustelle an der Wolframstraße und der Wolf ist umgezogen. Deswegen auch hier das Fundament. Habe ich beim letzten Mal noch nicht ganz geblickt, dass das dafür ist. Jetzt ist alles klar. Was mir nicht klar ist, wieso das Gimbal so komische Zuckungen hat. Das nervt ein bisschen. Ja, und auf dieser Seite geht es schon weiter mit der Verfüllung. Das schauen wir uns gleich noch an, aber vorher hier ein Zoom drauf. Nämlich hier muss ja die Straße umgelenkt werden, von hier aus gesehen nach links. Und wir sehen, an der Ecke ist abgeknabbert worden. Und mit Spritzbeton festgebunden. Ja, und zwei Stahlträger, oder eigentlich vier. Fünf Gründungspfähle sind da unten zu sehen. Da kann man eine massive Mauer bauen. Und wenn noch irgendwo eine Baustelle ist, die betoniert werden muss, dann haue ich das Drecks-Gimbal-Ding rein. Das geht mir vielleicht auf die Nerven. Da halte ich es ja freihand ruhiger. Naja, also komm, lass uns nicht genervt sein von dem Maschinen hier. Zoomen noch mal ein bisschen drauf. Kann man sich gut vorstellen, wenn die Spur mit dem Fahrzeug gerade eben und dem dann hier links reingeht. Und dann da hinten vorbei und hier drauf und rüber. Ähnlich dem Ohr auf der anderen Seite, die andere Fahrtrichtung, hier nochmal komplett zu sehen.
Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.